Mit einem 1:1 endete am Samstag die Begegnung der A-Jugend zwischen dem 1. FC Zeitz und dem SV Rot-Weiß Weißenfels. Diese mussten sich dem Gastgeber aus Zeitz auf dem Sportplatz in Theißen stellen. Dass dieser Platz nicht die idealen Bedingungen bot, war allen Beteiligten schnell klar. Trotzdem waren die Gäste optimistisch. Es ist schwer zu spielen auf dem Platz. Man muss eigentlich die eine oder zwei Chancen, die im Spiel bestehen, muss man eben eiskalt nutzen. Doch die Zeitzer auf dem Platz zu Hause zeigten gleich zu Beginn, dass sie den Rot-Weißen nicht kampflos das Feld überlassen wollten. Nach wenigen Minuten landete der Ball das erste Mal im Tor der Gäste. Doch wegen eines Abseitsfehlers wurde es nicht gegeben. Meist spielte sich nur alles im Mittelfeld ab. Nur selten erschienen Spieler und Ball vor einem der Tore. Nach einer Viertelstunde dann die gute Chance für die Gastgeber. Erst nach fast 25 Minuten Spielzeit wurde es das erste Mal eng im Zeitzer Strafraum. Maximilian Grau versuchte es mit einem Kopfball, doch der Zeitzer Torwart konnte klären. Die Gäste versuchten es immer wieder, aber erst kurz vor der Halbzeitpause konnte Christopher Ramon Denzin und Chris Schell noch einmal für Gefahr in der Zeitzer Hälfte sorgen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Ja, wir sind eigentlich überlegen, müssen ein Tor machen, haben eins gemacht, leider abseits, aber ich hoffe auf die zweite Halbzeit. Die Ansätze waren bei den Zeitzern ja nicht schlecht. Woran es liegen könnte, dass die Leistungen nicht ausreichen, kann auch Trainer Steffen Kugler nur vermuten. Ja, wir können wenig trainieren, weil die Jungs alle auswärts arbeiten oder in die Schule gehen, haben wenig Möglichkeiten, sind zweimal zum Training und naja, es müsste eigentlich mehr sein. Mit ähnlichen Problemen muss sich auch Thomas Herzog vom SV Rot-Weiß herumschlagen. Obwohl der Verein ein ausgefeiltes Nachwuchs- und Trainingskonzept hat, machen doch einige der A-Jugend bereits regelmäßig ihr Training bei der Herrenmannschaft des Vereins. Es gibt noch Defensive nach oben, ja, keine Frage, bei dem einen oder anderen Spieler, aber es ist schwer, Jugendliche in dem Alter eigentlich noch vom Fußball zu begeistern, weil heutzutage Freundin und ja, ist eben so. Des Weiteren, ja gut, zufrieden, wenn ich das mal anspielen darf, vorige Woche war ich sehr positiv überrascht gegen Tabellenführer, da haben wir 2:0 geführt bis zur 60. Minute oder 57. Minute und dann kam ein bisschen ja, der konditionelle Einbruch, weil wir leider bei einer Trainingsbeteiligung von momentan 6 Mann liegen und das ist eindeutig zu wenig für die Verbandsliga. In der 77. Minute endlich konnte der Weißenfelser Patrick Ignatsch eine Eingabe von Chris Schell zum 0:1 verwandeln. Christopher Ramon Denzin und Chris Schell hatten dann die Chance, den Sieg für die Gäste perfekt zu machen, vergaben aber leider beide recht unglücklich. So trat das ein, was eintreten musste. Eine Minute vor Ende nutzten die Zeitzer einen kapitalen Abwehrfehler zum Ausgleich, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.